In diesem Video sehen Sie, wie Sie den Rohrtyp des schon gezeichneten Rohrnetzes in Revit ändern können. In Revit bewegen Sie den Mauszeiger über ein Rohr und drücken Sie zweimal auf die Tab-Taste auf Ihrer Tastatur, bis Sie das gesamte Rohrnetz ausgewählt haben. Beachten Sie, dass in der eingeschalteten Liste mehrere Kategorien ausgewählt sind. Auf der Registerkarte Ändern klicken Sie auf Typ ändern. Wählen Sie den neuen Rohrtyp Raupiano Plus aus der eingeschalteten Liste. Der Rohrtyp wurde geändert. Die Rohrformteile, die von Rehau nicht erhältlich sind, werden ebenfalls mit einem Hinweis und einem Ausrufzeichen modelliert. Dies bedeutet, dass diese Rohrformteile überprüft werden sollten. Im nächsten Video sehen wir, wie Sie die Rohrgröße für einen Teil eines Rohrnetzes in Revit ändern können. Danke fürs Zuschauen. Weitere BIM-Tipps und Tricks finden Sie auf dem BIM at Rehau-Kanal.